Was sind einige gute Zerebralparese-Aktivitäten? Zerebralparese ist eine neurologische Störung, die durch Hirnschäden verursacht wird. Dies beeinträchtigt die Koordination und kann abhängig vom Ort des Schadens den Intellekt beeinträchtigen. Unabhängig von der Schwere der Erkrankung ist das Wichtigste für jeden Menschen mit einer Zerebralparese, aktiv zu bleiben. Vom kleinsten Baby bis zum älteren Menschen kann jeder mit CP etwas finden, das ihm oder ihr Spaß macht. Fast alle Aktivitäten lassen sich in gute Zerebralparese-Aktivitäten umwandeln. Babys mit Zerebralparese können durch Zerebralparese-Aktivitäten, die als Spiel verkleidet sind, wichtige Fähigkeiten entwickeln. Auf ein Spielzeug zu kriechen, das gerade nicht in Reichweite ist, ist eine belastende Aktivität, die den Muskelaufbau unterstützt. Wenn Sie einen kleinen Ball zwischen dem Baby und einer anderen Person hin und her rollen, können Sie das Gleichgewicht und die Stabilisierung des Babys verbessern, und beide beeinflussen die Fähigkeit des Babys, sich selbst aufzusetzen. Ein anderes ist das Ro-Ro-Ro-Ro-Board-Spiel, bei dem der Erwachsene und das Baby auf dem Boden sitzen und sich mit ausgestreckten Beinen gegenüberstehen und dabei die Hände halten. Während sie das Lied singen, rudern sie mit ihrem Boot vor und zurück, während sie mit den Armen ziehen und drücken. Zerebralparese-Aktivitäten für ältere Kinder umfassen das Spielen mit Ton, Fingermalen oder Zeichnen. Dies sind alles Zerebralparesen, die die Sinne anregen und zur Entwicklung der Feinmotorik beitragen. Einige Kinder gehen gerne in den Park, um die Schaukeln zu benutzen. Dies fördert das Gleichgewicht und die propriozeptiven Fähigkeiten des Körpers im Raum. Therapeutisches Reiten ist eine weitere Aktivität, die das Gleichgewicht fördert. Schwimmen ist eine der beliebtesten Aktivitäten der Zerebralparese. Das Schwimmen in einem warmen Becken kann zur Entspannung des spastischen Muskeltonus beitragen und wirkt auch als Kraftübung für Menschen mit niedrigem Muskeltonus. Für Menschen, die an einen Rollstuhl gefesselt sind, gibt die schwerelose Wirkung des Wassers ein Maß an Freiheit und Leichtigkeit, wie es normalerweise nicht üblich ist. Schwimmen ist eine unterhaltsame, soziale Aktivität, die jeder in einer Familie oder einer Gruppe von Freunden gemeinsam genießen kann. Erwachsene und Jugendliche mit Zerebralparese können an Yogakursen teilnehmen oder im Fitnessstudio trainieren. Andere mit Zerebralparese genießen Leichtathletik, Skifahren, Buffling, Eislaufen oder Wandern. Der Grad der Anpassung und der Umfang der Unterstützung, die ein Individuum benötigt, um an diesen Aktivitäten der Zerebralparese teilnehmen zu können, hängt von der Schwere der CP und der Aktivität selbst ab. Adaptive Ausrüstung für beliebte sportliche Aktivitäten wie modifizierte Ski oder eine Hilfe zum Werfen einer Bowlingkugel ist leicht verfügbar. Ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene können Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden als sehr lohnend empfinden. Sogar diejenigen, die unter einer schweren Erkrankung leiden, können freiwillig Spieler in einem Seniorenzentrum spielen oder an einem außerschulischen Programm mithelfen. Girl Scouts, Girl Guys, Boy Scouts und 4H-Clubs bieten, obwohl sie keine strengen Zerebralparese-Aktivitäten sind, zusätzliche Möglichkeiten für junge Menschen, an Gemeinschaftsprojekten teilzunehmen. Die Aktivitäten, an denen eine Person mit einer Zerebralparese teilnehmen kann, sind nur durch die Vorstellungskraft und den Willen der Nichtbehinderten eingeschränkt, den Betroffenen zu helfen.